Wenn ihr jetzt nicht mitkommt, weil ich kann nicht so große Pausen machen, damit wir so zusammen alle sehr gut vorankommen, mache ich einfach weiter. Und wenn etwas nicht so schnell bei euch funktioniert, macht einfach an der Stelle, wo ihr mitkommt und später könnt ihr das Video nochmal starten, anschauen, in Ruhe und dann seht ihr auch alles, was ich euch da erkläre. So viel dazu. Wie gesagt, das Video bleibt auf Instagram für 24 Stunden. Wenn ihr mir in der Zeit einen Feedback gibt, dann schenke ich euch das Video gerne. Schicke euch das Link, wo ihr das dann so lange haben könnt, wie ihr das Video braucht. Und wenn ihr mir ein Feedback oder ein Repost macht auf, in euren Stories, wie gesagt, kriegt ihr das Video von mir dann gestellt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an und ich erkläre erstmal, welche Farben wir brauchen für dieses wunderschöne Bild, ein Traum vom Meer. Ich glaube, jetzt mitten im Winter träumen wir auch alle so ein bisschen davon, ans Meer zu kommen und Urlaub zu machen und mal richtig die Sonne tanken und das schöne blaue Meer. Deswegen malen wir uns heute dieses Meer für zu Hause und fangen wir damit an, dass wir uns die Farben anschauen. Für dieses Bild brauchen wir folgende Farben. Ich habe viel zu viel davon jetzt hier auf meiner Palette. Die habe ich mir schon mal vorbereitet. Das könnt ihr auch so machen. Wir brauchen Ultramarinblau. Wir brauchen einen schönen hellen Grün. Ja? Wenn ihr habt Neongrün, wenn nicht, einfaches helles Grün. Oder ihr könnt Grün ein bisschen mit Weiß später mischen, um einen helleren Ton zu bekommen. Das brauchen wir hier für unsere türkisfarbene Wellen. Als nächstes brauchen wir noch Flieder, Lila. Ich habe hier zwei Töne genommen. Einmal so ein leichtes, ja schon verdünntes, mit Weiß verdünntes Lila. Ja? Und hier ist ein dunkles Lila. Das sieht man wahrscheinlich nicht so gut auf dem Video. Aber es ist einfach nur Lila und ziemlich dunkel. Dann habe ich hier ein Zitronengelb. Ja? Ein schönes, saftiges Gelb. Und natürlich Weiß, Deckweiß am besten. Das brauchen wir, um unsere Wellen zu malen und auch so ein bisschen hier mit anderen Sachen zu arbeiten. Also das brauchen wir zum Mischen. Das ist unsere Palette für heute und mehr brauchen wir nicht. Also da habe ich die Farben vorbereitet. Wie gesagt, wir nehmen einfach Dunkelblau, Zitronengelb, Grün, was ihr da habt. Wenn ihr nicht habt, dann einfach mal dazu mischen. Weiß und Lila. Hier packen wir uns schon mal einen Teller drauf und noch mal ganz kurz, was für Pinseln wir benutzen. Ich habe euch ja geschrieben, ihr braucht ein kaputtes Pinsel. das habe ich halt entdeckt, dass auch ein kaputter Pinsel sehr gut ist, um manche Details zu machen. Und dass dieser Pinsel schon ein bisschen älter wurde, ziemlich gut benutzt und irgendwann auch ziemlich kaputt gegangen. Der war vorher einfach so, ne? Und jetzt ist er so. Und das brauchen wir hier, um unsere Wellen zu malen. Wenn ihr so einen Pinsel nicht habt, habt ihr als Alternative so einen Pinsel vielleicht zu Hause beim Streicheln noch übrig. Ja, das kann man auch sehr gut dafür benutzen. Dann gibt es so einen Pinsel für Kinderbastelarbeiten. Das geht auch. Das ist ziemlich hart und auch total ausgefranst und ja, zum Malen nicht mehr zu gebrauchen, aber um Effekte zu machen, super. Dann gibt es noch diesen Pinsel. Der ist eigentlich für Aquarellfarben, weil er sehr, sehr weich ist. Aber auch für Acryl kann man das ganz gut nutzen. Muss man aber bei solchen teuren Pinselchen sie direkt auswaschen, gleich vorweg. Ihr braucht natürlich auch ein bisschen Wasser. Und wenn ihr mit Acrylfarben malt, schaut, dass ihr immer die Pinsel schnellstmöglich ins Wasser bringt, ja, und sie gut auswäscht. Wenn sie nämlich liegen bleiben, gehen sie sehr schnell kaputt, dann passiert sowas und ihr möchtet ja nicht zu viele kaputte Pinsel haben. Und für die ganzen Malarbeiten brauchen wir eigentlich so einen Flachpinsel, am besten natürlich etwas größeres, ja, 20, 22, 24, um ein bisschen schneller voranzukommen. Weil hier machen wir wirklich keine großartigen Details, sondern es wird wirklich ziemlich flächig gearbeitet. So, wir brauchen natürlich auch eine Leinwand. Ich habe in meinem Fall jetzt auch mich wieder für 20x40 entschieden. Eine Leinwand, also eine rechteckige. Aber dieses Bild funktioniert auch auf einer quadratischen Leinwand. Und
Die Größe könnt ihr euch natürlich selbst wählen. Wenn ihr etwas größere Leinwand nimmt, dann braucht ihr halt ein bisschen mehr Zeit. Aber das macht ja nichts. Wie gesagt, das Video habt ihr dann später auch noch da bei euch und könnt natürlich auch später nochmal fertig malen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Schauen wir ganz kurz, ob alles läuft. Könnt ihr mir bitte kurz sagen, ob ihr auch hört, was ich sage? Einfach mal nur ja, nein, Daumen hoch, wenn ihr versteht, was ich sage, dass wir uns auch verständigen. Keine Reaktion? Einfach mal ja oder nein oder Daumen hoch, bitte. Aber ich glaube, das ist ja auch sehr verzögert, was ich hier mache. Ich muss nur ganz kurz bei dem Video nochmal schauen. So, ich mache auch Licht. So, ja, vielen Dank fürs Feedback, dass das läuft. Sehen könnt ihr auch alle. Dann können wir auch gleich starten. So, also als erstes nehme ich... Oh, ihr habt ja wahrscheinlich gar nicht gesehen, welches Bild ich gemeint habe, weil das war so ein bisschen für diese Kamera so eingestellt. Das Bild steht hier neben mir. Und ja, wir fangen mit dem Himmel an, gehen dann zum Meer über, anschließend zum Sand und dann machen wir die ganzen Einzelheiten. Das Bild steht halt neben mir, hier. Habt ihr gesehen. Wenn ihr alles vorbereitet habt, gehen wir loslegen. Ich sehe, falls ihr irgendwelche Fragen schreibt oder so, kann ich das leider nicht sehen. Sage ich gleich. Also kann ich die auch nicht beantworten, weil ich mich jetzt auf das Bild konzentriere. So, wir nehmen auf jeden Fall unseren kleinen Flachpinsel. Ich habe hier noch einen anderen. Muss man ganz gut schauen. Das ist dieses hier. Das kann man durchaus auch benutzen. Das ist so ein Katzenzunge, nennt sich das. Aber Flachpinsel ist in dem Fall ein bisschen besser. Die Katzenzunge ist viel schöner, um irgendwelche Blümchen zu malen. Aber wie gesagt, einfach mal einen großen Pinsel nehmen. Und als erstes nehmen wir unser Dunkelblau. Ein bisschen was davon, nicht komplett. Und ein bisschen Weiß dazu. Das vermischen wir zusammen und erhalten so eine schöne Himmelsfarbe. Wer einen dunkleren Ton haben möchte, kann das natürlich dunkler machen. Und damit, wir streichen uns erstmal so ein bisschen eine Horizontlinie. Bis hierhin wird dann unser Himmel sein. Und wir fangen an, verstreichen einfach mal ganz grob, machen den Pinsel natürlich ein bisschen nass, damit das besser läuft. Und malen auch unsere Kanten an. Ich zeige euch mal, ne, das hier. Kanten machen wir auch mit. So. Und das ist unser erster Schritt. Einfach schön die Farbe auf der Leinwand verteilen. Guck, dass die Horizontlinie ziemlich gerade ist, also möglichst gerade. Wenn ihr hin und her verstreicht die Farbe, dann entstehen keine Haken, weil manche machen sowas und ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann nach dem Video, aber es sieht nicht so schön aus. Also das sieht so ein bisschen fleckig und irgendwie unschön. Deswegen ganz flach verstreichen die ganze Farbe, so dass sie wirklich ineinander überläuft, wenn da ein bisschen mehr Weiß genommen worden ist und ein bisschen mehr Blau. An die Ränder immer denken und wirklich ganz von einer Seite zu der anderen gut verstreichen. So,
Auch oben haben wir einen Rand. Ne? Den machen wir auch uns hübsch, damit wir das Bild nachher direkt aufhängen können, ohne einen Rahmen. Rahmen brauchen wir hier nicht. Wir müssen es nicht nochmal bearbeiten. So eine Fläche sollte entstehen als erstes. Guckt, dass ihr keine Haken dran habt. Also wenn ihr da sowas macht, nochmal, dann entstehen uns schöne Flecken. Ne? Also wirklich von einer Seite zu der anderen. Und dann sind wir fertig mit unserem Himmel schon mal. Also soweit fertig. Natürlich kommen dann noch Wolken. Aber erstmal sind wir grob fertig. Als nächstes machen wir, macht mal jemand, also diejenigen, die mit mir mitmalen, macht mal bitte einen Daumen hoch oder ein Pluszeichen, setzt mir ein Plus oder so, damit ich weiß, dass ihr mitmalt. So, wir machen unseren Pinsel wieder ordentlich nass. Und nehmen jetzt einfach nur unser Blau. Nur Blau. Das heißt ziemlich dunkelblau. Das sollte sich stark von unserem Himmel unterscheiden, weil Himmel haben wir mit viel Weiß verbunden.